liebe Gäste, für die, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen beim EMS und PT Symposium, dem zweiten überhaupt weltweit hier auf der FIBO in Köln. Unser nächster Referent ist Kurt Stübe und er beschäftigt sich mit der exzentrischen Phase, mit dem Training, was da zu beachten ist, bei EMS, aber auch beim PT-Training, wie man überhaupt mit EMS exzentrisch die Muskulatur trainieren kann. Das erklärt er euch, zeigt Beispiele. Ich wünsche viel Spaß und auch hier, wenn danach noch Fragen sind, gerne wieder in der Speakers Corner direkt die Fragen stellen. Sie werden euch beantwortet. Viel Spaß. So, einen wunderschönen guten Tag. Exzentrisch betontes Krafttraining im PT und EMS ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Wir werden gleich sehen, warum. Ich werde den Vortrag in zwei Teile teilen. Der erste Teil ist der theoretische Vortrag und dann werden wir ganz viele praktische Beispiele machen. Also wir werden Bilder sehen, Übungen anschauen und gucken, wie wir das umsetzen können. Das heißt, nicht zu viel Theorie, sondern in die Praxis gehen. Okay? Trainingsanpassung, erstmal eine ganz einfache Einführung. Jeder Organismus benötigt Reize, sonst passiert nichts. Wir haben einen Hyalinenknorpel, wir haben die Muskeln. Wenn ich keine Reize setze, dann kommt eben auch am Körper nichts an. Und deswegen müssen wir die Leute belasten. Wichtig. Ein Mensch mit einer Halbtagesstelle, und die haben wir relativ häufig bei uns im Training, der hat eine sitzende Tätigkeit und bringt es auf ca. 4.000 bis 5.000 Schritte am Tag. Und das ist deutlich zu wenig, weil die Weltgesundheitsorganisation sagt, 10.000 Schritte müsste man eigentlich jeden Tag bewältigen zur Gesunderhaltung. Nicht dafür, dass es jetzt biopositive Adaptionen gibt. Ein Mensch mit sitzender Tätigkeit versitzt ca. 12 bis 16 Stunden am Tag. 12 bis 16 Stunden. Und dann haben wir hier einige Männer. Und die Männer, die schlafen dann nachts auch noch so. Und deswegen müssen wir uns nicht wundern, warum die alle in etwas gekrümmter Haltung uns entgegenkommen. Folge dieses Bewegungsmangels ist, dass wir eine extreme Mangeldurchblutung haben. Eine Mangeldurchblutung in allen Muskeln. Und diese Mangeldurchblutung, die wirkt sich extrem aus. Der Muskel wird hyperton. Das heißt, der Tonus steigt, obwohl der Muskel gar nicht stark ist. Man nennt es, der Muskel ist passiv hyperton. Das heißt, ich muss ihn kräftigen und ich muss ihn aber auch durchbluten. Beides braucht der Muskel, weil er hat ja einfach keine Nährstoffe. Und der Körper von einem Menschen, der sich so wenig bewegt, der befindet sich in einem ständig abbauenden Prozess. Es ist ein ständig abbauender Prozess. Wir haben 25-jährige Kunden und Kundinnen, die in einem physiologischen Zustand sind von 50-, 60-Jährigen. Das ist eine Katastrophe. Und dem müssen wir unbedingt entgegenwirken. Zweite Grundlage nochmal, wie funktioniert Bewegung? Ich nehme eine Hantel in die Hand und dann arbeite ich auxotonisch. Das heißt, die Muskellänge verändert sich und die Muskelspannung verändert sich. Besteht immer aus drei Phasen. Ein ständiger Wechsel von konzentrischer, überwindender Arbeitsweise, haltender, statischer Arbeitsweise und nachgebender Arbeitsweise. Und genau um diese nachgebende Arbeitsweise wird es jetzt dann gleich gehen. Ja? Hier habe ich es einfach nochmal aufgeschrieben. Klassisches Krafttraining. Wenn wir jetzt wie in einem ganz normalen Fitnessstudio eine Hantel in die Hand nehmen und mit der Hantel arbeiten, dann habe ich immer überwindend konzentrisch, höchste Spannung, isometrisch, ein Kräftegleichgewicht und exzentrisch eigentlich die niedrigste Spannung. Weil ich muss die Spannung reduzieren, sonst würde das Gewicht nicht nach unten gehen. Ich habe also grundsätzlich immer ein konzentrisch betontes Krafttraining. Bei jeder Liegestütz, bei jedem Klimmzug, ja, bei Squats, wurscht egal was ich mache. Statisches, isometrisches Krafttraining. Und wenn ich jetzt ins EMS gehe, dann gibt es ganz viele Anbieter, die bieten das EMS so an, dass die in einer Position verharren und dann kommt der Strom, ja, und dann wieder verharren und dann kommt der Strom. Statisch. Statisches Krafttraining. Und jetzt ist die Frage, ob das Sinn macht. Wenn man weiß, dass ab einer Spannung von 15% im Körper es zu einer Minderdurchblutung im Muskel kommt, steigt die Spannung über 50% an, dann kommt es zu einem kompletten Durchblutungsstopp.
dann findet keine Durchblutung mehr statt. Keine. Wenn ich dann noch weiß, dass der Kunde jeden Tag 12, 13, 14 Stunden sitzt und eh schon eine Mangeldurchblutung hat, dann muss man sich doch wirklich fragen, macht es Sinn? Macht es Sinn, im EMS oder im Personal Training statisch, isometrisch zu arbeiten? Dann guckt man sich eine Sendung an wie The Biggest Loser, ja? Und dann werden die in eine Position gebracht und müssen halten und halten und halten und halten und halten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Natürlich ist das anstrengend. Das ist anstrengend, aber es bringt nichts. Ja? Und deswegen müssen wir gucken, dass wir das ein bisschen aufbrechen. Ja? Nachteile eines isometrischen Krafttrainings. Das sind nur die wichtigsten Nachteile. Es gibt noch viel mehr. Wir haben natürlich eine Mangeldurchblutung oder einen kompletten Durchblutungsstopp. Neigung zur Pressatmung, auch klar. Wenn ich mich isometrisch anspanne, ja, dann steigt sofort der Blutdruck natürlich nach oben. Es ist nicht alltagsrelevant. Man denkt immer, wenn man haltend trainiert, dann hat es was mit dem Alltag zu tun. Ja. Man bewegt sich ständig immer ein bisschen. Die Muskeln müssen fein justieren, selbst im Sitzen, selbst im Stehen. Wenn ich jetzt so stehe, müssen die auch die ganze Zeit fein justieren, nacharbeiten. Und deswegen ist es nicht alltagsrelevant. Es fehlt die exzentrische Phase, die brauche ich zum Beispiel beim Treppen runtersteigen. Wer fängt mich denn ab? Das ist die exzentrische Phase. Ja. Warum haben wir so viele Menschen, die Probleme kriegen, wenn sie die Treppen runtergehen? Weil sie nicht exzentrisch stark sind. Ja. Sie können nicht abfangen. Deswegen haben wir auch keine aktive Gelenkstabilisation. Der Herr Freiwald, Professor Freiwald, hat es heute Morgen schon gesagt, Muskeln entlasten keine Gelenke. Das stimmt nicht. Aber die Muskeln können aktiv Gelenke stabilisieren. Und das ist natürlich eine ganz entscheidende Funktion. Und das muss ich nutzen. Und um diese aktive Gelenkstabilisation zu bewältigen, ja, das bewerkstelligen zu können, muss ich exzentrisch trainieren. Exzentrisch betont trainieren. Wichtig, beim isometrischen Krafttraining bezieht sich der Kraftgewinn auf die Winkelstellung. Wenn ich in dieser Winkelstellung isometrisch arbeite, dann habe ich den Kraftgewinn in dieser Winkelstellung. Nicht hier unten und auch nicht hier oben, sondern in der. Ja? Wir haben keine biopositiven Adaptionen im Knorpel. Der Gelenkknorpel, der will natürlich auch Bewegung, der will belastet werden, damit er sich anpassen kann. Und wenn ich nicht bewege, dann findet auch keine Anpassung statt. Wir haben eine Verschlechterung der Elastizität und Flexibilität. Und zwar von den Muskeln und von den Faszien. Das heißt, es kommt bei regelmäßig durchgeführtem isometrischem Krafttraining zu einem Beweglichkeitsverlust. Und ich verschlechter mein ROM, die Range of Motion. Das heißt, die Bewegungsamplitude wird einfach kleiner. Warum sollen wir jetzt exzentrisch betont trainieren? Was sind die Vorteile? Wir haben eine bessere intramuskuläre Koordination. Welche Muskelfasern werden angesteuert, wenn ich die Treppe runtersteige? Es sind vor allem erstmal die FT-Fasern. Es sind schnell zuckende Fasern, die nachgeben müssen, und zwar in einer relativ kurzen Zeit. Das heißt, ich habe ein ganz anderes Ansteuerungsspektrum, ja? Eine ganz andere Kommunikation von Gehirn dann zum Muskel. Ich habe einen super tollen Zug an den Knochen. Und die Knochen, die leben davon, dass die Sehne, dass die Faszien an dem Knochen ziehen und dann wird die Knochendichte einfach gestärkt, wird verbessert und dann sind wir beim Thema Osteoporose. Es ist extrem alltagsrelevant, weil ich muss ja die Treppen runtergehen können. Ich muss ja beim Spaziergang nicht nur den Berg hoch, sondern irgendwann muss ich auch wieder runter. Es sei denn, ich nehme den Lift. Wichtige Sache, wir haben eine höhere Belastbarkeit des Muskelsehnenkomplexes. Gerade wenn man so alt ist wie ich, so um die 50, dann sind die Sehnen und so weiter alle schon ein bisschen angegriffen und dann kann es sein, dass man bei relativ leichten Belastungen schon Sehnenrisse bekommt. Typisches Beispiel Achillessehne. Ja? Da reichen manchmal leichte Belastungen und dann fatzt das Ding schon. Das kann ich, wenn ich regelmäßig trainiere, durch exzentrisches Training natürlich stärken diesen Komplex und dann kommt es nicht zu diesen Problemen. Wir stimulieren die Faszien, die Elastizität natürlich.
Die exzentrische Arbeitsweise, die verlieren wir leider im Alter. Das heißt, je älter wir werden, umso mehr baut die ab. Deswegen kriegen die Alten auch immer mehr Probleme mit dem Treppabsteigen. Wir haben zusätzlich noch einen niedrigeren Energieverbrauch. Wir haben eine niedrigere Laktatkonzentration und wir haben einen schnellen Kraftgewinn. Und eine Sache, die steht hier gar nicht, da kommt noch was dazu, Sturzprophylaxe. Ja, exzentrisches Krafttraining ist wichtig für die Sturzprophylaxe, weil ich mich ja abfangen können muss an der Wand mit den Händen oder mit dem Fuß, wenn ich stolper. Exzentrische Arbeitsweise. Gut. Was ist exzentrisch betontes Training? Das sind keine Negativwiederholungen. Negativwiederholungen wären HIIT-Training. Das machen wir jetzt nicht, sondern bei einem exzentrisch betonten Krafttraining wird einfach nur die exzentrische Phase verstärkt. Ich muss sie betonen, ich muss sie in den Vordergrund rücken sozusagen. Und dafür gibt es natürlich verschiedene Techniken. Und genau diese Techniken werden wir uns jetzt relativ schnell anschauen. Diese Techniken kann ich jetzt sowohl im EMS mit Weste als auch ganz normal im PT mit dem Kunden umsetzen. Wir werden nachher Techniken sehen oder Übungen sehen, die ohne Weste durchgeführt werden und wir werden Übungen sehen, die ich dann eben auch mit EMS-Weste durchführen kann. Eine Technik wäre einfach manueller Druck. Druck durch den Partner. Das heißt, die konzentrische Phase macht er alleine. Und in der exzentrischen Phase gebe ich ihm dann als Trainer sozusagen Druck. Na? Eine zweite Möglichkeit wäre, dass ich die Reizdauer verändere, die Time under Tension. Ja? Wie lang arbeite ich in der exzentrischen Phase und wie lang arbeite ich in der konzentrischen Phase? Das kann ich ja verändern, werden wir auch gleich sehen. Das geht im PT so weit, dass wir sogar Slow-Motion-Bewegungen machen. Slow-Motion bedeutet, dass die exzentrische Phase bis zu 15 Sekunden dauert und ich dann relativ schnell die konzentrische Phase durchführe. Also Beispiel, ja, ich bringe ihn hier nach oben, Liegestütz, in 15 Sekunden mit der Nase zum Boden, in 2 Sekunden wieder hoch. Okay? Klimmzüge. 15 Sekunden ganz langsam ablassen, zack, 2 Sekunden wieder hoch. Ganz einfach. Mal ausprobieren, morgen beim Training. Dann eine ganz einfache Sache, verändern der Hebel. Ich kann die Hebel verändern, die Extremitäten, Arme, Beine. Und dadurch dann die exzentrische Phase betonen. Ich kann eine Kombination machen. Ich kann sowohl die Hebel als auch die Time under Tension verändern. Und ich kann einbeinig oder einarmiges exzentrisches Training durchführen. Jetzt kommen gleich die Beispiele. So, manueller Druck durch den Trainer, Bewegungsablauf, wie wir ihn kennen, Bewegungen werden ganz normal durchgeführt, nur der Trainer gibt zusätzlich in der exzentrischen Phase Druck. Der Druck sollte so sein, dass der Kunde dem auch noch nachgeben kann, dass er nicht dazu gezwungen wird. Ja, es sind noch keine Negativwiederholungen. Und die Bewegung kann ich über das maximale ROM machen oder je nach Anamnese auch in einem eingeschränkten ROM. Time under Tension, exzentrische Phase wird verlängert. Im EMS ist es ja ganz oft so, dass wir 3 Sekunden Belastung haben, der Strom kommt, 4 Sekunden, Entschuldigung, und 4 Sekunden ist dann Pause. Und jetzt verändere ich das. Wenn ich jetzt eine Kniebeuge mache, dann gehe ich in 3 Sekunden runter und die konzentrische Phase ist dann einfach ein bisschen schneller. Noch besser wäre eigentlich, dass ich nur die exzentrische Phase betone. Das heißt, ich brauche die kompletten 4 Sekunden, wenn der Strom kommt, bis ich unten bin. Jetzt ist die Pause und dann komme ich wieder nach oben. Ja? Beim PT, die normale Vorgehensweise bei den Übungen 4 bis 5 Sekunden exzentrisch, 1 bis 2 Sekunden konzentrisch oder, ich habe es vorher schon gesagt, Slow Motion. Richtig extrem langsam übertrieben exzentrisch arbeiten. Und da zittert dann der ganze Körper. Das ist gewollt, das ist nicht schlimm. Passiert halt was. Veränderung der Hebel. Durch Verändern der Arme oder Beine kann ich die Übung variieren und dadurch exzentrisch effektiv betont arbeiten. Ich habe einfach mal ein paar Übungen aufgeschrieben, die wir nachher auch sehen. Abduktion in Seitlage, Liegestütz, Kniebeugen, Crunch, Sit-Up und so weiter. Kann man alles durchführen. Sehen wir gleich. Einbeinig und einarmiges Training, auch eine ganz einfache Sache. In der konzentrischen Phase arbeite ich mit beiden Extremitäten und in der exzentrischen nur mit einer. Ja?
Also eine Kniebeuge, beidbeinig hoch, einbeinig runter. Ganz einfach. So, wir kommen zu Übungen, damit man mal ein bisschen sieht, dass man es auch umsetzen kann. Wir sehen den Trainer, den Personal Trainer und nebendran den Kunden. Der Kunde führt eine Abduktion durch, seitliche Gesäßmuskulatur. Nach oben geht es von alleine. Und wenn das Bein oben ist, dann drücke ich sein Bein runter. Und dadurch hat er eine deutlich höhere exzentrische Belastung. Wäre jetzt für die Hüftstabilisatoren. Nächste Übung, Beinbeugen liegend mit Partnerdruck. Ischios, ischokorale Muskulatur. Ja. Man merkt, das ist PT. Ich habe natürlich einen guten Kontakt zu meinem Kunden oder zu meiner Kundin, deswegen darf ich auch auf ihren Popo sitzen. Sie bringt das Bein ran und ich drücke jetzt mit meiner Hand ihren Fuß nach unten und sie versucht praktisch exzentrisch da so ein bisschen dagegen zu halten. Da sieht man es nochmal ganz gut. Oder die Variante einbeinig, beidbeiniges Arbeiten. Wir machen Wadenheben an der Kante. Ich könnte ohne Probleme mit einer Gewichtsweste oder mit anderen Hilfsmitteln die Belastung natürlich optimal dosieren, klar. Hoch in der konzentrischen Phase geht sie mit beiden Beinen, er und runter sieht man, geht er jetzt mit einem Bein. Das heißt, er hat immer das komplette Gewicht in der exzentrischen Phase nur auf einem Bein und in der konzentrischen Phase hat er es immer auf beiden Beinen. Warum an der Kante maximales ROM, ja, große Bewegungsamplitude, effektiver. An Geräten, die Personal Trainer, die in Studios arbeiten, kann ich es genauso umsetzen. Beinstrecker, Leg Extension, kein Problem. Beidbeinig wird das Bein gestreckt und in der exzentrischen Phase nehme ich ein Bein weg und lasse dem Gewicht mit diesem einen Bein wieder langsam nach. Bin ich wieder am Ausgangspunkt, beide Beine drücken, oben wieder ein Bein weg und dann geht es wieder nach unten. Hier haben wir genau dasselbe beim Leg Curl, beim Beinbeuger. Beidbeinig anbeugen, konzentrisch, ein Bein weg, in der exzentrischen Phase einbeinig arbeiten. Ganz normal, ganz einfach durchzuführen. Hier haben wir eine wunderschöne Geschichte für Muskeln, die gerne vergessen werden, Schienbeinmuskulatur. Ist jetzt im Fitnessstudio nicht so beliebt, aber sind ganz wichtig auch für Fußfehlstellungen und für die Sprunggelenksstabilisation. Das heißt, sie zieht die Füße ran, macht eine Dorsalextension und ich ziehe dann mit den Händen ihren Fuß praktisch wieder weg. Jetzt hätte ich den manuellen Druck durch den Personal Trainer. Der Personal Trainer, der guckt jetzt praktisch, dass er mit der perfekten Kraft in der exzentrischen Phase arbeitet. Und nur so viel Widerstand gibt, dass es der Kunde natürlich auch noch bewältigen kann. Ja, weil ich kann ihn auch überlasten jetzt. Eine Übung, die ich nur machen würde, wenn ich den Kunden sehr gut kenne und wenn ich das vorher abgeklärt hätte. Ja, eine Adduktion mit Partnerdruck. Die Inam liegt auf dem Boden, bringt die Beine ohne Druck zusammen und ich drücke ihre Beine jetzt auseinander. Nicht zu weit, sonst liege ich auf ihr. Ja. So. Beinpresse, typisches Beispiel wieder für ein einbeiniges Training. Beidbeinig in der konzentrischen Phase und einfach wieder einbeinig in der exzentrischen Phase. Nämlich die liegende Beinpresse, habe ich ein bisschen mehr den Quadrizeps dabei. Nämlich die sitzende Beinpresse, habe ich mehr die Hüftextensoren. Extrem exzentrisch wird es hier für die Ischios. Der Personal Trainer fixiert die Beine hinten und der Kunde lässt sich jetzt langsam nach vorne fallen sozusagen, aber kontrolliert. Und an der Wand kann er sich dann abstützen und wieder nach hinten abstoßen. Da sieht man es nochmal. Wir machen im EMS relativ viel so Übungen wie Liegestütz, Ausfallschritte, Squats und dann kann ich dieses Prinzip auch wieder perfekt umsetzen. Wir müssen jetzt uns vorstellen, ich hätte jetzt noch die Weste an, ja, und immer dann, wenn ich in der konzentrischen Phase bin, drücke ich mich nach oben jetzt im kurzen Hebel, sprich die Knie sind auf dem Boden. Kaum bin ich oben und jetzt wirkt der Strom, jetzt kommt der Reiz, dann bin ich im langen Hebel und dann gehe ich wieder nach unten. Zusätzlich kann ich jetzt natürlich nicht nur die Hebelvariation nutzen, sondern auch die Time Under Tension.
Ja, jetzt kann ich das so machen, dass ich ausschließlich im langen Hebel tatsächlich den Reiz von der EMS-Weste bekomme und in der konzentrischen Phase ist sozusagen die Pause. Squats mit Hebelvariationen. Wir arbeiten gern mit kleinen Hanteln, die müssen gar nicht so schwer sein, ja, 1,5, 2, 3 Kilo. Ja. Wenn er nach oben geht in der konzentrischen Phase, sind die Hanteln am Körper, kurzer Hebel. Und wenn er jetzt wieder nach unten geht, streckt er die Arme quasi aus und hat dadurch den langen Hebel. Und über diesen langen Hebel wirken 2 Kilo extrem. Ja. Die muss ich erstmal stabilisieren können und das Gewicht dementsprechend bewegen können. Eine wunderbare Übung, Lateralflexion mit Hebelveränderung für die komplette seitliche Muskulatur. Ganz arg wichtig zum Stabilisieren. Er kommt nach oben, hat die Arme am Körper, kurzer Hebel. Kaum ist er oben, nimmt er die Arme ganz in die Länge und geht jetzt wieder nach unten. Wenn ich es verstärken will, verlängert er wieder die Time Under Tension und macht die negative Phase wieder deutlich länger. Und wenn ich es noch ein bisschen intensivieren will, dann kriegt er wieder eine 2-Kilo-Hantel in die Hand. Wunderbar. Kniebeugen einbeinig exzentrisch bedeutet, beidbeinig geht er nach oben und einbeinig geht er nach unten. Ja? Und da hätte er jetzt wieder die Weste an und mit der Weste kommt jetzt immer der Strom, wenn möglich, nur in der exzentrischen Phase, nur in der nachgebenden. Nur wenn er einbeinig hier dann langsam runtergeht. Gut, wir kommen schon langsam zum Ende. Ich wollte nur relativ viele Beispiele mal machen, damit man merkt, dass man es wirklich sehr einfach umsetzen kann. Was mir jetzt wichtig ist, ist eine Qualitätssicherung. Wenn wir im Personal Training und im EMS arbeiten, dann kann ich so ein exzentrisch betontes Training nur dann perfekt umsetzen, wenn ihr alle gute Trainer seid. Das heißt, ihr müsst mit dem Kunden qualitativ hochwertig arbeiten und dafür gibt es bestimmte Kriterien. Ja? Und das ist das hier. Ein qualitativ hochwertiges Training zeichnet sich immer aus dadurch, dass ich korrigiere. Das heißt, ich muss mit dem Kunden wirklich arbeiten, ich muss ihn beobachten, ich muss bei ihm sein und dann wirkt so ein Training auch wirklich positiv und der Kunde hat auch wirklich Spaß daran und einen hohen Effekt. Das Zweite, und das gehört zur Korrektur, das lernt man im PT, im Personal Training, hands-on, anfassen. Aber bitte nur da anfassen, wo man auch anfassen darf. Ja, es gibt No-Go-Zonen, das wissen alle, die eine PT-Ausbildung haben, das wissen alle, die eine EMS-Ausbildung haben. Und da hat man nicht hinzufassen, auch wenn es manchmal sehr verlockend ist. Ja, Hände weg. Ja, ich habe schon so viele Personal Trainer gesehen, die ihren Kunden einfach auf den Bauch gefasst haben. Das ist eine No-Go-Zone. Die gute Frau sieht sich morgens im Spiegel und denkt, genau hier habe ich zu viel. Und dann geht sie zum Personal Trainer und das Erste, was der macht, da fühlt man sich wohl, glaube ich. Das ist eine absolute No-Go-Zone. Ja. Dann geht es ganz viel um Körperwahrnehmung und auch um Körpergefühl. Wir wollen, dass die Kunden korrekt trainieren. Nicht einfach irgendwie mit Gewichten beladen, mit hohen Belastungen trainieren, sondern dass die Bewegungen korrekt durchgeführt werden und dass der Kunde ein Gefühl dafür bekommt, wie er richtig steht, wie die richtige Position ist. Ja? Und genau die Punkte, die lassen sich eigentlich nur im EMS und im Personal Training 1:1 umsetzen. Nur da. Da können wir diese hohe Qualität generieren. Aber eben nur dann, wenn der Trainer auch gut ist und wenn es keine Massenveranstaltung wird. Was hat das jetzt mit Körperwahrnehmung zu tun? Physiologische Lordose. Übungen sollten so durchgeführt werden, dass der Kunde in einem normalen, in seiner natürlichen Hohlkreuzposition ist. Die normale Schwingung der Lendenwirbelsäule sollte erhalten bleiben. Untersuchungen zeigen, dass die lokalen Stabilisatoren, die tiefe Stabilisationsmuskulatur, die Multifidi, der Transversus und so weiter, dass die nur dann optimal arbeiten können, wenn ich in einer physiologischen Lordose bin. Wenn ich es also zulasse bei einem Squat, dass sich hier das Becken aufrichtet, dann greifen die Muskeln nicht mehr richtig und dann fehlt mir die Stabilität. Und dann kommen noch Gewichte drauf und die kann er nicht halten. Die kann er nicht halten. Ja.
dann brauche ich natürlich ein Gefühl für die Ansteuerung dieser Muskeln. Das machen nur ganz wenige, dass man erstmal ein bisschen Zeit auch aufwendet, um ein Bewusstsein zu bekommen, wie kriege ich denn meinen Beckenboden? Wie kriege ich denn meinen Transversus Abdominis? Wie fühlt sich das an? Was muss ich denn machen? Ja, weil genau die muss ich aktivieren, wenn ich solche Übungen durchführe. Das nächste ist die typische Dreipunktbelastung, wenn wir Übungen im Stehen durchführen, dass wir immer Ballen, Ferse, Außenkante spüren. Und wenn ich Ballen, Ferse und Außenkante spüre und irgendeine Bewegung durchführe, dann habe ich immer eine perfekte Beinachse. Immer. Ja? Dann gehe ich nicht nach innen, ich gehe nicht nach außen, ich gehe nicht zu weit nach vorne, ich gehe nicht zu weit nach hinten. Ich kann eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Wenn der Kunde das Gefühl für diese Dreipunktbelastung hat, dann habe ich automatisch schon mal eine wunderschöne, ein schönes Fundament quasi vom Fuß bis dann nach oben. Aufrichtung der Wirbelsäule. Ja, das beginnt hier mit dem Kopf. Noch immer ist es so, dass ganz viele beim Training den Kopf entweder hängen lassen, was mit das Schlimmste ist, oder sie haben es maximal in Verlängerung der Wirbelsäule. Bei vielen Übungen ist es aber sinnvoll sogar, dass man den Kopf leicht überstreckt. Aus zweierlei Gründen. A, ich habe eine bessere Aufrichtung, das braucht man hier. Und B, das wissen die Gewichtheber. Im Gewichtheben hat man das gemessen mit elektromyographischen Messungen, dass man immer dann, wenn man den Kopf nach oben nimmt, eine aktivere, eine bessere Ansteuerung vom Rückenstrecker hat. Und ihr müsst mal einfach einen Gewichtheber-Wettkampf anschauen. Der guckt am Anfang nach unten und kurz bevor er das Gewicht hochreißt, nimmt er immer den Kopf nach oben. Immer. Und dadurch hat er eine bessere Aktivierung hinten. Ja, also auch das nutzen. Und eine Sache, die zum Glück immer mehr Bedeutung auch gewinnt, ist das Mobility-Training. Und da ist jetzt egal, ob ich dehne, ob ich mobilisiere, ob ich ein Faszientraining mache oder sonst was. Wir müssen schauen, dass wir die Einschränkungen, die der Kunde hat, die Mobilitätseinschränkungen, dass wir die beheben. Weil wenn er Mobilitätseinschränkungen hat, dann kann er ganz viele Übungen gar nicht machen. Es wird nicht möglich sein. Ihm fehlen einfach die Bewegungsvoraussetzungen. Ja. Also muss ich immer auch gleichzeitig an der Mobilität arbeiten. Und das wiederum bedeutet, da kann ich ihm auch Hausaufgaben geben. Das muss er gar nicht unbedingt im EMS machen. Das muss er zum Teil auch gar nicht im PT machen. Sondern das kann er ohne Probleme zu Hause, ja, zwei Übungen jeden Tag, regelmäßig durchgeführt, wirkt wunderbar. Ja. Gut, dann bin ich jetzt schon fast am Ende. Weiterführende Literatur, wo viele, viele von diesen Übungen dann noch drin sind, die findet man am Bodylife-Stand. Da gibt es zwei Muskeltrainingsbücher, da wird in diesem Jahr noch das dritte rauskommen und auch ein paar Betreuungshandbücher, wo ganz, ganz viel Übungsgut drin ist, die man sich sogar im Video angucken kann und da kann man sich eben noch ein bisschen weiter damit beschäftigen. Jetzt hoffe ich, dass alle vielleicht etwas mitgenommen haben, dass es Spaß gemacht hat und viel Spaß beim Training. Tschüss.